Ach du blöde Typ. Tschüss. Also man kann eigentlich sagen, von Hacken bis zum Nacken, bis zum Kopf. Ne? Alles, was dazwischen ist, kannst du hier kriegen. Und Essen und Trinken natürlich auch. Und das ist unser Autochen hier, das ist ein feiner Kerl, du. Ja, bloß er hat noch keine Frau, ich muss ihn nur noch eine Frau besorgen. Also der normale Ablauf, der ist eigentlich, wie gesagt, morgens Laden auf und dann alles, was die Straße hergibt. Die Landstraße von Schneverdingen zur B3, mitten in der Lüneburger Heide. Täglicher Arbeitsweg von Handwerkern, Pendlern und Fernfahrern. Jeder Zweite stoppt bei Marke, Lebens- und Genussmittel. Oh, ihr seid hier schon für die Beine, trotz Winterwetter. Ne? Trotz Winter und trotz Wetter. Wenn der Montag erst rum ist, ne? Du, dann ist auch bald wieder Sonnabend. Und dann der schöne Sonntag. Ja. Hier gibt es die beste Bockwurst, Kaffee für 70 Cent und vor allem gibt es hier Egon und seine Lebensweisheiten. Egon Manke ist 80, genauso alt wie der Laden. Er wohnt schon sein ganzes Leben direkt über dem Geschäft. Senf macht dumm. Ja, ich habe da auch zu viel von gekriegt in meiner Jugend. Bis dann. Ja, bis dann. Ja, tschüss. Im gesamten Landkreis ist Mankes Krämerladen Kult. Von der Feinstrumpfhose bis zur Mausefalle kann man hier alles kaufen, was im Haushalt fehlt. Hier wird hart gehandelt, aber fair, weißt du doch. Ich will ja keinen übers Ohr hauen, ich will ja den Himmel. Ja. Kaffee ist schon bezahlt. Ja, ja, macht ja. Von Montag bis Sonntag steht Egon hinterm Tresen. Du, wir fangen morgens um 5 an, dann bis um 12, halb 1. Dann machen wir bis um 2 Mittag. Tschüss. Tschüss. Und dann bis um 6, halb 7. Aber das wird dann immer etwas schwieriger. Dann haben wir noch viele, die trinken dann noch so im Stehen ihr Bier hier aus. Und dann wollen die nachher nicht wieder richtig weg. Da müssen wir dann nachschieben. Ja, moin, ihr Großen. Moin. Moin, Peter Heller. Stammkunde seit 46 Jahren ist Peter Heller aus Berlin. Papa, schenk dir mal einen heute. Ja, ja. Das ist so ein Einschenker hier. Egon, das sieht wieder gut aus. Danke dir. Inzwischen schenkt vor allem Sohn Matthias Kaffee ein. Er ist seit einigen Jahren Ladeninhaber. Einmal ganz schnell zum Frühstück. Jo, danke. Wunderbar. Komm gut hin. Das ist immer mein Morgenfrühstück hier. Zwei halbe. Wo finden Sie so einen hübschen Krämerladen noch? Ne? Woanders in Schneverdingen, überall sind die Supermärkte. Und hier ist so richtig Familienbezogen. Einer kennt den anderen, hat schon was. So muss das sein. Ob man vom Landkreis Rothenburg, die kommen ja auch hier durch nach Hamburg oder irgendwo herkommt. Wer Egon nicht kennt, sage ich, hat die Welt verpennt. Egon kennt auch den ganzen Kehrspiel Schneverdingen, kennt Egon und die Guten kenne ich alle. Ja, die Guten kennt er alle. Und hat immer ein Wort für einen über. Man, wenn man hier grimmig reinkommt, geht man lächelnd wieder raus. So, ich muss Richtung Hamburg. Lass es gut gehen, komm mal wieder. Ich komme zweimal am Tag, morgen um 6 und abends um 6, 18 Uhr. Das muss sein. Ich sage, mein Auto fährt gar nicht vorbei hier. Nee, das ist schon in Ordnung. Und auch so viele sieht man jeden Tag, schnacken zusammen. Oder man braucht was. Jeder weiß was. Hier gibt's nicht nur warme Worte, sondern auch heiße Frikadellen. Die Spezialität von Elfriede Manke. So, meine Herren, die Frikadellen sind auch fertig. Peter, Uwe, ich leg das mit rein. Weil die sind noch gerade von der Pfanne runter. Kurz nach 8, Kaffeepause. Die Küche ist Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt von Egon und Elfriede. Heute müssen wir mit Mettbrötchen ein bisschen vorsichtiger sein. Die Wetterlage ist nicht die beste. Ah. Wir sehen, wir haben jetzt noch ein Tablett und dann reicht das noch nicht. Das ist gut, ne? Wir warten hier. Horoskop steht auch drin. Ja, lesen wir mal vor. Nee, will ich nicht. Das ist nicht ganz sauber.
Der Laden ist am 1. Januar eröffnet, offiziell eröffnet. Und ich bin am 21. Januar geboren. Also der ist drei Wochen, drei Wochen ist der Laden älter wie ich. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Ja. Nee, man kennt sich hier so aus. Einer, der sich hier bestens auskennt, ist Bernd Zahlmann vom Sägewerk Wintermoor. Papa sitzt hier in Halle 1, der Küche. Mal kurz hin. Will ich guten Tag sagen. Moin, moin. Hier, das ist unser Sägewerkminister. Das ist ja hochinteressant, ey. Wenn Elfriede, sagt man, nicht da ist, oder manchmal ist er auch zum Doktor oder zum Putzbügel oder ich weiß nicht wohin, dann mach ich es auch nur selber. Nicht so schlimm, oder? Aber keine Rabatte. Ne, Elfriede? Bitte. Wie ist es mit Rabatten überhaupt? Ja, ja. Zahlmann saß schon bei Egons Eltern in der Küche, die den Laden 1932 eröffnet haben. Hier ist dein Teller, komm. Ja, das ist so mit Familienanschluss, ne? Ja. Kann man so sagen. Nun will ich Ihnen erst noch mal eine Frau besorgen. Ja, auch das noch. Ja, ich hab schon eine, hätte ich uns hin. Egon, ja, auch mit Frauen. Ja, das mache ich alles nebenbei noch. Das ist alles los. Ja. Nebenbei. Du musst alles mitnehmen. Mhm. Ne? Und er ist ein feiner Kerl, ordentlich und ehrlich, fleißig, kann auch fast alle hacken. Hört, hört. Ja. Das Sägewerk und Mankes Laden sind die letzten Unternehmen im Dorf. Also wie sich das so alles geändert hat hier bei uns auf dem Lande. Wir hatten hier sonst in Wintermoor, die haben alle von der Landwirtschaft gelebt, fast alle. Ein paar waren immer noch, die was anders gemacht haben. Die haben dann, hatten Viehzeug, ne? Kunterbunt durcheinander. Aber das ist ja alles weg. Und in Schneberdingen, das ist ja der größere Ort hier in der Nähe, da waren 16 Schuhfabriken. Und dann, von den 16 ist keiner übergeblieben, die sind alle weg. Dann hatten wir 5 so Gastwirte, weißt du, die nur, wo man Bier trinken konnte und ein bisschen Unterhaltung hatte, auch weg. Ne? Besten. So, Herr Friedrich, was machst du hier? Hier wird nicht geraucht. Oh, Ole, das kennst du doch, nicht? Ja. Musst du schon mal draußen im Schnee? Ja, muss ich doch wohl. Ja. Im Schnee ran. Aber rauch schnell und komm mal wieder. Ja. Gut. Ja. Der kleine Krämer ist für die 900 Dorfbewohner der einzige Laden weit und breit. Ich muss jetzt aber hier, meine lieben Leute, ich möchte ja hier gar nicht raus. Matthias, wie schmecken die Clementinen? Das sind die besten. Ja, das sagst das du immer. Ist doch, was soll ich dir jetzt sagen? Mal einer auf gleich. Ja, probieren, ne? Tschüss. Die kannst du bedenkenlos zugreifen. Und wenn du nicht ja, ganz aber so die große Kiste haben, möchte ich nicht mitnehmen. Nee, Helga, sonst habe ich auch Kilonetze. Ja, pass mal auf, das machen wir, da ist doch... Ja, ja, die Kiste beide. Möchte ich nicht, die sollst du entsorgen. Ich habe einen Zettel. Ein Zettel. Hast du Zellophantüten? Zellophantüten, Herr. Da habe ich hinten in der nächsten Halle. Letzter Gang rechts rein. Nee, hier oben drin, hinter den Fliegeklatsche. Wenn der nicht so viel reden würde, dann würde der viel mehr genau, hier im Laden schon, schaffen. Ja, ich wäre schon auf Arbeit. Nicht? Ja. Siehst du? Ach, Steffen, du bist auch da. Ja. Hier musst du selber arbeiten. Ich bin abends kaputt wie Hund dann. Er sieht zu, dass er hinter seiner Ecke nicht rauskommt. Wir haben das extra so konzipiert hier, so, weißt du, dass du hier nicht weg kannst. Sagt, wo sind die? Hey, ein bisschen weiter und mitten im Regal. Mitten im Regal. Nein, die Tüten doch nicht. Er hat mir früher mal die Hosenbeine lang gezogen. Ach, eigentlich war es ein ganz braver Junge. Der Liebste, ne? Der Liebste, den du hier bis hattest. Auf die Zeit, wie er weggelaufen ist, hier hinten im Wald. Und die und seine Großmutter und ich, wir waren hier alleine. Und die Oma hatte Angst. Und dann kriegte er nachher einen Hintern voll von mir. Aber nur so ein Klaps, ne? Ja. Pass mal auf, ich hab hier welche. Helga gehört zur Familie. Sie hat 25 Jahre im Laden gearbeitet. Ja, so welche? Guck mal hier. Ich zu mal meine Getränke ins Haus, das macht er auch. Also da. Ja, wenn er ja Sehnsucht hat. Ja, sowas. So, sehr Grüße? Ja, das reicht. Ja, wie viel brauchst du denn? Ach, wie viel brauche ich denn? 5, das reicht schon. Ja, nimm mal ein paar mit, falls mal eine nicht funktioniert oder so. Ja, gut. Liebe Zeit. So, Matthias, hau denn hier. 8,42. Weil du bist, weißt du? Haben wir das richtig gemacht? Ja. Hoffentlich hast du das richtig gemacht. Ja, ich hätte mehr haben müssen, aber ich kann nicht mehr machen. Warte mal. 42 hast du. Doch, das war hier eigentlich eine schöne Zeit. Ey, muss ich auch noch sagen.
viel erlebt, ne? Ja, ja, ja. Oh, lange Ohren, sagt ihr, du. Oh. Ach, ja, 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 lange Ohren. Okay, tschüss. Tschüss. Matthias hat eigentlich Zimmermann gelernt. Alles bloß kein Kaufmann. Hab immer gesagt, das machst du nie, sowas. Die Schüchternheit, weißt du. Immer, immer im Kundenverkehr. Das war damals in jungen Jahren nicht so die Stärke. Hat sich dann im Laufe des Lebens ein wenig geändert. Und dann ist man dann irgendwann hängen geblieben. Hat das so Spaß gemacht. Die Frikadellen sind nicht der einzige Renner im Mankesreich. Zwei- bis dreimal die Woche rührt Mutter Elfriede den berühmten Fleischsalat an. Für den begehrten Feinkostartikel ist den Kunden kein Weg zu weit. Viele kommen sogar aus Hamburg. Elfriedes Rezept ist streng geheim. Trotzdem heißt es seit 40 Jahren überall nur Egons Fleischsalat. Elfriede nimmt's gelassen. Das heißt immer Egon hier. Also von Manke ist keine Rede, ne? Nur Egon. Ist egal, wo, was es ist. Der war ja nur ewig von Kind, ne? Überall dabei und dann ergibt sich das wohl so, ne? Denke ich mal. So, gut. Nun müsste es gut sein. Oh, moin, moin! Der moin. Mann von Edeka, der Chef persönlich. Grüß dich, moin. Ja. Wie viel hast du denn für mich heute? Sechs Rollis und sechs ein Tiefkühler. Das ist schön. Wir nehmen das auch gleich alles schön rein. Ja. Die Wetterlage. Ich greife hier mal mit ein, den kleinen und großen. Einmal pro Woche wird geliefert. Und Matthias füllt die letzten Lücken im 50 Quadratmeter kleinen Laden. Jedes Mal aufs Neue eine logistische Herausforderung. Der Senior behält den Überblick. Das soll im Lernen viel fleißig, sein, zuverlässig, ordentlich, an Laden immer schön in Ordnung. Nee, das kann man nicht anders sagen. Und diese guten Sachen, die hat er alle gekriegt. Ja, von Papa gekriegt. Olli, komm rein. Du kommst gerade rechtzeitig zum Abhacken. Okay, was ist das? So. Hat einer das meiste Geld in unserer ganzen Gegend. Der hat ein E-Werk gebaut. Und bei einem E-Werk ist er noch mit 50% beteiligt. Der verdient jeden Tag, kannst du glauben oder lassen, bei dem einen Werk 3.900 Mark und bei den anderen die Hälfte. Also er hat 5.000 Mark am Tag. Entschuldige Sie, Sie haben recht gehört. 5.000 am Tag. Nur rechne aus. Ja. Er redet also auch nicht mehr richtig mit mir, weißt du. Bloß er ist ein bisschen schlecht dran, er ist alleine. Seine Frau hat ihn verlassen. Für immer. Ja, das ist darunter leidet er. Nun habe ich ihm schon gute Tipps gegeben. Der spinnt bloß immer. Das ist ein richtiger Spinner. Ne? Ja, wir haben uns immer viel zu erzählen. Von dem Ganzen, was zurückliegt. Ne? Und was wir noch vor uns haben. Unser Weg, der ist nicht mehr so lang. 85 habe ich erst mal gesagt, wollen wir werden. Und dann wollen wir weiterkommen. Bloß er wird älter noch, weil seine Eltern auch so alt geworden sind. Er überlebt uns noch. Das weißt du noch nicht, du Schaubel, du. Ich muss ihn über die Augen öffnen. Den darf ich nicht alles erzählen. Sonst ist das morgen schon mal im ganzen Dorf rum. Ja, dann meint er mal. Alles, ich löse jetzt mal Ben ab, dann kannst du auch die Mittagsschlapp machen. Ja. Ne? Conny, und wenn... Hätte noch keinen Mittagsschlapp. Doch, hat er verdenkt. Du. Nee, dreimal. Nee, nicht. Und hätte aber noch nicht kriegen, du Mutter noch ran. Oh. Hast du Dina weg? Nein. Den Mittagsschlapp schon weg? Ich hab ihn weg. Siehst du, Papa noch nicht. Dann muss er jetzt ran.
Kurz nach eins, noch eine Stunde Pause. Und endlich ein bisschen Zeit für die Jungs. Eigentlich fährt Matthias mittags nach Hause, doch wenn er die Mopeds rausholt, kommen seine Söhne gern nach Wintermoor zum Basteln. Der Papa kennt sich aus. Er schraubt schon seit seinem 12. Lebensjahr. Für 50 Mark haben wir damals von meinem Onkel. Da durfte ich mir dann die Mova kaufen. Hat lange, lange gedauert, bis ich diese 50 Mark zusammen hatte. Und dann natürlich von, ja, eigentlich von Tuten und Blasen gar keine Ahnung. Und dann Learning by Doing. Immer mal dabei und dann. Was ihn? Ohne zu fragen, einfach das Ding besorgt. Das war auch kaputt. Beide Seiten Plattfuß, sprang nicht an, lief nicht. Das habe ich aber dann irgendwie hingekriegt und das Ding von Schneverding über die Feldwege nach Wintermoor gebracht. Ja, und ab dann war dann vorbei. Ne? Hat ein paar Wochen gedauert, dann hat Papa dann zuletzt gesagt, Mensch, kann das Moped ruhig hinten aus den Tannen holen und in der Garage stellen, dass das Ding nicht so rostet. So, und dann hatten wir ja freie Bahn. Und dann ist mein Bruder dann alsbald da auch mit angefangen, Mofa zu fahren. Hier auf dem Land war das ja gang und gäbe. Wir mussten ja sowas haben. Kaum im Laden ist der Fleischsalat schon ausverkauft, gebunkert von Jörgi Heinz aus Lengede. Jörgi, mit Salat hast du genug? Ja, Mutter, Mutter rückt ja nicht mehr raus. Ne, weil er macht einen Weg von, wie Kilometer sind das? 140, ne? 140 Kilometer. Mutti, können wir nicht loben? Nein, der Fleischsalat ist so gut, dass ich den für viele Freunde mitnehmen muss, ja, immer. Ja. Jedes Mal, wenn ich hier bin. Dann haben wir auch eine Geschichte gehabt, da war mal ein kleines Mädchen, wie alt war die? 8 Jahre. Da habe ich den Fleischsalat mitgebracht. Und einmal waren die Eltern nicht da, da hat sie mir das Geld gegeben und hat ihn aber versteckt, damit ihr Bruder und ihre Eltern ihn gar nicht kriegen, damit sie ihn alleine aufessen konnte. Also so gut. So, ich muss los. Ja. Tschüss, mein Rosa. Danke dir für deinen Besuch. Tschüss. 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 Du willst jetzt mit? Jo, ich möchte gerne mitnehmen. Doch, klar. Wir sind schon wieder mit. Warte mal, das ist nachmittags ist im Laden nicht so viel los. Zeit, mal wieder die Sortimentkisten zu überprüfen. Die gibt es schon seit über 40 Jahren. Aber immer wieder fragen Kunden nach Druckknopf, Strumpfhalter oder Hosengummi. In Weiß. Negern haben wir hier nicht mehr dabei. Wir haben fast so viel wie Karstadt. Also man kann eigentlich sagen, von Hacken bis zum Nacken, bis zum Kopf. Ne? Alles, was dazwischen ist, kannst du hier kriegen. Und in Essen und Trinken natürlich auch. Und schon geht das los, die jungen Damen. Ne? Aber auch noch verschiedene Größen. Alles ja, neu. Alles Neuware, alles neu. Neuware. Das Sortiment hat sich in all den Jahren kaum verändert. Der Laden auch nicht. Und Geschäftsführer Matthias fällt immer noch alle Entscheidungen gemeinsam mit dem Senior. Wenn ich den Laden nicht mehr hätte, das wäre ein Verlust für mich. Dann müsste ich irgendwas anderes machen. Und wenn er am Bauernhof ist und die Fahrkarten knipsen müsste. Ne? Aber so ganz alleine, das ist nichts. Ich brauche so ein bisschen Leben und Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ne? Und hier einen anderen und da mal einen anderen. Ne? Hier mal eine andere, da mal eine andere sehen. Aber so ganz, nee, das ist nichts. Weißt du, wie man das gewohnt ist? War das? Ne? Ja, ich höre. Die Seite in blau musst du noch mal aufschreiben. Die Seite blau. Die Grünen haben wir und Sternzwirn. Kommen die Egon heute überhaupt noch raus? Heute kannst du nicht raus. Heute frierst fest. Nein, ich meine, und unser Chef hier, unser Altmeister. Der Altmeister? Ach, ja. Sehen wir den heute denn noch? Oder ist er so eingespannt? Nee, alle gut. Komm mal her, aus dem Jubel oder so was, ganz trocken irgendwie. Das kriegt man gar nicht runter. Oh, da hat man so einen Kaffee drin. Ja, das ist richtig, aber so lebenslos alleine, das musst du ein bisschen besprechen, musst du das. Ja, ja, ja. Dann geht das gleich besser runter. Morgen. Moin, Hannes. Oh. Na, mein Hannes. Ohne die tägliche Dosis Egon geht es nicht. Der 80-Jährige ist Seelentröster, Kuppler und gute Launeverbreiter in einem. Früher waren hier noch Gaststätten, die gibt es alle nicht mehr. War auch noch ein zweiter Laden, ne? Bis vor 20 Jahren so ungefähr oder 30. Und jetzt ist das hier so. Naja, es liegt auch an dem Mann selber, dass man da gerne hingeht und ein paar Worte redet. Ne?
Das kann man ja nicht überall. Wenn man so irgendwo in ein Einkaufscenter geht oder so, ist total unpersönlich. Ne? Hier kann man mal über das Wetter reden und kann sich was vorlügen, das ist doch schön. Ne? Man muss erst mal Lust kriegen, loszugehen. Und wenn man bei Egon war, dann geht das schon mal ein bisschen lockerer. Die meisten kommen jeden Tag zu Egon. Kein Wunder, dass er nicht weg will. Du, Urlaub machen wir eigentlich gar nicht. Nee. Also ich bin so einer, bin so ein Hausmann. Ich gehe nicht gerne vom Zuhause weg. Fahre wohl gerne mal sonntags, mache ich mal gerne kleine Ausflüge. Aber dass ich so wochenlang wegfahre, das ist nichts. Ich brauche das, die Nähe, ne? So. Und meine Frau hat sich da auch schon dran gewöhnt. Die wäre vielleicht ganz gerne mal weggefahren. Unsere Tochter hat sich in Bamberg verheiratet. Da bin ich noch nicht ein einziges Mal gewesen. Auch für seinen täglichen Waldspaziergang muss Egon nicht weit gehen. Die Tannen hat er sich direkt hinters Haus gepflanzt. So Mitte 50 war das hier Acker. Ackerfeld, da haben sie Kartoffeln gepflanzt und Korn gesät. Und dann hörte der Bauer nachher auf, weil sich das nicht mehr lohnte. Und dann haben wir hier diese Ecke angepflanzt, ne? Mit Bäumen. Ja. Und jetzt sind das schon große Bäume. Ja. Ja. Mit den Bäumen ist es wie mit den Menschen. Sind alle gleichzeitig gesät. Der eine ist dick, der andere ist dünn. Ne? Aber die Größe haben sie fast alle. Überraschungsbesuch aus Hamburg. Dr. von Förster arbeitete für die Endoklinik in Wintermoor bis zu ihrer Schließung vor 15 Jahren. Egon war neben dem Laden für die Krankenhauskantine zuständig. Geblieben ist eine enge Verbundenheit. Mensch, Herr Doktor, seltener Besuch, aber hoher Besuch. Ja. Hoher Besuch. Ja, danke schön, dass Sie mal wieder gekommen sind. Ja, Doktor, ein wunderschön. Welch seltener. Ja. Matthias. Alles klar, ja, ne? Aber hat er schon ein Stück Tau. Ja. Ich kenne ja den Weg hier hinten hin, ne? In die Stube, Egon, ne? Ja. Hoher Besuch wird in der guten Stube empfangen. Danke, Egon, dass du heute. Immer, wenn ich draußen war, bin ich dann auch einmal zu Egon gegangen. Ja, ja. Ne? Heute kann ich ja nicht mehr täglich kommen, das wäre ja zu viel. Aber ab und zu schon. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Wer kommt denn noch so vorbei immer mal? Den kommt Dr. Otto war mal hier. Ja. Dr. Siegel, der kommt immer, wenn ich Geburtstag habe. Mensch, hier. Apropos Geburtstag, Egon. Ja. Das ist ja bald, ne? Ja, das wär. Und ich bin dann in Südafrika. Ja, da kann ich ja nicht kommen. Doch, unmöglich. Aber da habe ich hier was mitgebracht. Ich will noch keine Geschenke. Was Besonderes, das ist für Sie und Elfriede. Das ist schon ein bisschen was, was Gutes. Ja, wenn die hier kommen, bin ich immer froh. Wenn Sie kommen, dann brauche ich noch keine Geschenke. Ja, aber mal darf das sein. Ein Franzose. Champagner, jawohl. Ja, wenn, dann schon einmal richtig, ne? Doch, danke schön. Bitte schön. Und Egon, haben wir alles besprochen? Ja. Fast alles, ne? Fast alles, ja. Prost. Ja, Prost. Darf ich nicht vergessen, Fleischsalat. Nee. Habt ihr noch, nein, ne? Ich erinnere dran. Gut, alles klar. Prima. Dann können wir... Ja, man muss noch mal zeigen, wo das nachher hingeht, nach Afrika. Also das auf der Karte zeigen, wo... Ja. Wo wir hinfahren. Oh ja, das mache ich. Kurz vor Feierabend beliefert Matthias seine Kunden. Ein beliebter Service, vor allem bei den älteren Dorfbewohnern. Hey, erste Runde. Die erste Runde. Also, ich nehme erstmal das Leben. Ja, die sind leer. Alle leer? Die da hier. Die nicht. Die ist auch voll. Siehst du? Dann kriegst du gleich die zweite Runde. Die Bierkiste lasse ich dir auch noch da. Oder willst du die vollen rausnehmen? Das ist ein Süß, so. Die hauen sowieso runter. Du kannst dies ja mal für deinen Papa mitnehmen. Oh ja, das ist schön. Der kann da mal reingucken. Das ist ein Forst, das ist schon die ganz neue. Ja, das ist die ganz neue. Und das ist auch sehr interessant, denke ich mal, für ihn. Da ein großer Artikel wieder für ihn. Ja,
Guck mal, und hier auch dies viele Holz, ne? Ja, er muss ja seine Tannen auch noch bearbeiten. Ja, genau. Er hat ja Montag Geburtstag, weißt ja Bescheid, ne? Ja, ja, weiß ich. Du bist Sonntag dran. Ja. Montag. Und ich komme Montag. So, Herr, du gehst aber los. Du musst ja schon bald. Du musst den Senior unterstützen. Ja, genau. Ja. Nochmal. Okay, ich grüße dich. Matthias. Grüß mir den Rest, ich nehme alles Montag. Mit. Sein Vater wird in 3 Tagen 81, doch Matthias kann sich nicht vorstellen, wie es ohne ihn wäre. Ja, das ist sehr schwer, ne? Ich meine, ich bin jetzt auch schon über 40 und immer Papa da. Wie das natürlich alles wird, das weiß ich auch nicht. Und letztendlich will ich mir doch gar keine Gedanken zu machen. Ich plane ihn noch mal mit mindestens 30 Jahren ein. Man muss auch Ziele haben. Seinen Geburtstag feiert der Senior wie jedes Jahr. Alle sind herzlich willkommen, keiner wird extra eingeladen und sie kommen in Scharen. Von morgens bis abends. Trotz Wind und trotz Wetter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Danke, danke. Ja, du bist auch bald wieder dran, ne? Ja. Dann dauert nicht mehr alles drüber. Auch Dr. Siegel reist wie jedes Jahr extra aus Hamburg an. Und dies ist mein neuestes. Ist vom Thema, ist es nicht so. Ach, oh, das ist doch in Stade. Das ist in Stade, der Friedhof. Da ist doch ihre. Das ist meine Frau, meine Eltern. Das ist, was Krupp in Essen ist, dann ist. Man zahlt man hier in Winterburg. Ja, Schluck in den Schnacker. Ich wollte meinem früheren Chef zum Geburtstag gratulieren. Ja. Und dann kriegt er diesmal keine Blume, der kriegt einen Kuchen. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. 81. Danke. Das kannst du ja umdrehen, 18. 18, ja. Ja. Das wäre besser. Eigentlich wollte ich dir ja einen Haschkuchen backen, aber das war mir zu viel Arbeit. Du hattest gestern den Kopf voll. Jetzt wollte ich dir das Leben versauern. Das ist ein Zitronenkuchen. Dankeschön. Mit unseren Schecken. Ja, das ist ganz gut. Egon hält Hof, Matthias die Stellung. Und ist froh, dass der Senior nicht jeden Tag feiert. Der ist ja immer noch da. Morgens mit der Erste. Ich bin ja dann meistens so 4:30, 5:15 erst hier. Dann hat er dann die Zeitung schon drin. Alles vorbereitet, Kaffee gekocht. Und somit ist er ja immer noch voll integriert. Markes Krämerladen. Eine Institution in der Lüneburger Heide. Und bestimmt nicht vom Aussterben bedroht. Also ich kann mir das auch vorstellen, hier möglichst lange und auch über den 81. Geburtstag raus das Geschäft aufrechtzuerhalten und dementsprechend natürlich mit viel Schwung und Elan das durchzuhalten, ne? Sofern die Kräfte das zulassen.